Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte mal wieder einen Tag machen und ich habe auch einige YouTuber zu diesem Tag getaggt. Die Kanäle verlinke ich euch unten in der Infobox und ich schreibe euch dort auch die 10 Fragen rein, denn es sind die 10 YouTube-Secrets, um die es heute geht. Ja, ganz geheime Geheimnisse. Und wir starten auch gleich mit Frage Nummer 1. Welches ist dein erstes Video auf deinem Kanal und ist es immer noch online? Ja, mein erstes Video ist auf jeden Fall immer noch online. Ich habe kein Video jemals gelöscht oder auf privat gestellt. Die Anfangsvideos sind natürlich mega schlecht. In der Qualität, aber auch so einfach wie ich spreche. Ich hatte damals echt noch einen Zettel, von dem ich abgelesen habe. Das mache ich überhaupt gar nicht mehr. Ich hatte ein Mikro richtig in der Hand, weil das Mikrofon meiner damaligen Kamera so schlecht war. Also qualitativ sind die ersten Videos richtig, richtig mies. Auch inhaltlich vielleicht noch nicht so gut aufbereitet. Aber es ist alles noch online. Ich verlinke euch gerne mal mein allererstes Video unten in der Infobox. Da habe ich mich, glaube ich, vorgestellt, um was auf meinem Kanal geht. Damals ging es ja noch um Hochzeiten und mein Kanal hieß noch White Kisses. Also ich kann es euch gerne mal verlinken, das gibt es wirklich noch. Zweite Frage, welches ist dein liebstes Video auf deinem Kanal? Es gibt natürlich sehr, sehr viele Videos, die ich sehr gerne mag. Mein allerliebstes Video ist, glaube ich, das Vorstellungsvideo von Svea und das verlinke ich euch auch gerne nochmal unten in der Infobox. Dritte Frage. Das Peinlichste, das du je in einem Video gesagt hast. Sicherlich habe ich schon viele peinliche Dinge in Videos gesagt oder getan. Aber in dem Moment waren sie mir, glaube ich, nicht peinlich. Sind sie mir jetzt so im Nachgang? Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir irgendwas jetzt extrem unangenehm wäre. Dann wäre das Video vielleicht auch nicht mehr online. Ich bin da völlig frei. Falls euch irgendwas einfällt, irgendwas Peinliches, was ich jemals gesagt oder getan habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vierte Frage, bei welchem YouTube-Kanal wartest du aufgeregt auf neue Videos? Das ist wirklich Funny Pilgrim. Funny Pilgrim war die erste YouTuberin, die ich überhaupt geschaut habe. Mit ihr habe ich mit YouTube auch angefangen. Ich habe damals einen Beitrag über sie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das TAF oder Galileo, auf jeden Fall war es auf ProSieben. Da habe ich einen Beitrag über sie gesehen und da habe ich dann auch wirklich erst angefangen, YouTube-Videos zu schauen. Ich war dann mega Spätzünder, das war 2011, glaube ich. Und ja, ihre Videos, also ich schaue jedes ihrer Videos sehr, 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 sehr gerne und das seit mittlerweile 5 Jahren, das ist schon sehr krass. Magst du es lieber zu filmen oder zu schneiden? Also das ist wirklich eine sehr, sehr einfache Frage, denn ich mag es lieber zu filmen. Schneiden ist wirklich echt nicht so mein liebstes Hobby. Ich weiß, dass das einfach sein muss. Ich bin auch nicht so ein großer Schnittkünstler, einfach weil es mir nicht so viel Spaß macht. Ich kenne Leute, die lieber schneiden als filmen. Hochachtung davor, weil ja, bei mir ist wirklich so, ich filme definitiv lieber. Dein liebstes Technik-Item ist mein Gorilla-Pod. Früher habe ich mich überhaupt gar nicht null für diesen Technik-Wust-Krams interessiert. Ich brauchte eine Kamera, die filmt, fertig. Aber mittlerweile, also mit der Zeit, entwickelt man so gewisse Ansprüche. Da holt man sich ein Licht, da holt man sich ein zweites Licht. Da holt man sich eine Kamera, die einen guten Ton hat, die eine gute Bildqualität hat, die noch ein externes Mikro haben kann, was man dann natürlich hat, die noch externes Licht draufschrauben kann, was man dann natürlich hat. Dann holt man sich ein tolles Mikro für die Voice-Overs. Dann holt man sich einen Gorilla-Pod, weil jeder plötzlich einen Gorilla-Pod hat und man auch unbedingt einen Gorilla-Pod haben muss. Und ja, der Gorilla-Pod ist auch mein liebstes Technik-Item, weil es ist schon, man ist schon sehr flexibel damit. Es ist schon ein geiles Teil und ich glaube, ich werde mir noch einen zweiten holen. Also den ersten, den ich gekauft habe, ich wollte das halt gern ausprobieren. Deswegen habe ich einen relativ günstigen genommen und der ist auch nicht zu groß, aber ich hätte gern noch einen größeren, noch einen stabileren, damit man halt noch flexibler ist. Ja, also man kauft auch ständig irgendwelchen anderen Shit. Was man nicht sieht, wenn man meine Videos schaut, ist, dass es hier rundherum aussieht wie Sau. Also die Tagesdecke, die liegt auch wirklich nur drauf, wenn ich YouTube-Videos filme, sonst ist das Bett meistens einfach prinzipiell nicht gemacht. Hier rundherum im Schlafzimmer sieht es auch nicht so doll aus. Ich habe meistens eine Jogginghose an, wenn ich filme, das sieht man auch nicht. Ja, ist einfach so klassisch und ich glaube, das ist bei vielen einfach so. Gerade das mit der Jogginghose. Deine liebste Zeit, YouTube-Videos zu schauen, ist meist, ja immer, wenn die Kinder schlafen, sowieso nur. Ich schaue gerne YouTube-Videos, während ich esse. Also wenn ich alleine esse. Ansonsten halt, ja, wenn ich dann so Mittagspause habe, wenn die Kinder schlafen. Abends ab und an mal, aber da auch nie direkt vorm Schlafen gehen. Ich kann da nicht schlafen, wenn ich YouTube-Videos kurz vorgesehen habe. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Geht einfach nicht. Aber ja, die Zeit ist halt begrenzt. Also bei mir ist auch immer so, ich gehe mehrmals am Tag meine Abo-Liste durch und wenn mich ein Video interessiert, dann haue ich mir das in eine Playlist bei mir, dass ich es mir später ansehen kann. Und wenn ich dann mal Zeit habe, lasse ich halt mal so ein paar Videos hintereinander
durchlaufen. Also ich schaue dir auch nicht dann immer gleich und damit ich halt auch kein Video verpasse, was mich eventuell interessiert hätte oder inspiriert hätte, knall ich mir das halt einfach in so eine private Playlist. Als du das über deine Kamera gelernt hast, hat sich dein Drehablauf vollkommen verändert. Kann ich euch sagen, da gibt es nichts. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Technik-Freak, der jetzt alles kennt, was diese Kamera kann und sich erstmal durch das ganze Menü klickt und ausprobiert und so. So bin ich halt leider absolut nicht. Deswegen gibt es einfach nichts, was diese Frage beantworten könnte. Wirklich nicht. Was halt noch cool ist, ist, dass diese Kamera ein integriertes Licht hat. Das heißt, ich bin da auch sehr, sehr flexibel, wenn das Licht mal nicht so gut ist oder wenn es schon dunkel ist, ich noch was filmen will. Da ist die schon mega geil. Also brauche ich nicht mal das externe Licht, was man oben halt dran steckt, sondern die hat auch ein integriertes, was sie halt sehr, sehr cool macht. Ich muss auch sagen, ich bin wahrscheinlich eine der wenigen YouTuber, die mit einem Camcorder filmen. Die meisten YouTuber filmen einfach mit einer Spiegelreflexkamera, so wie ich das auch vor ein paar Monaten noch gemacht habe. Oder mit so einer kleinen Canon dann zum Vloggen. Aber bei mir war es halt einfach so eine Spiegel... Ich wollte eine Kamera. Eine, mit der ich vloggen kann und eine, mit der ich Labervideos drehen kann. Und die Spiegelreflexkameras sind mir einfach zu schwer zum Vloggen. Und die Vloggingkameras, diese gängigen, die viele haben, haben mir von der Qualität her einfach nicht zugesagt. Meistens entweder war es das Bild oder der Ton. Und ein Camcorder, es ist einfach so, dass ein Camcorder zum Filmen gemacht hat, ist eine Spiegelreflex. Ich weiß nicht, warum die sich so extrem durchgesetzt haben. Spiegelreflexkameras sind vorrangig zum Fotografieren da und Camcorder halt zum Filmen. Die sehen vielleicht nicht so stylisch aus, aber ich finde den Ton wirklich genial. Hier ist jetzt kein externes Mikro drauf, das ist wirklich der Ton der Kamera. Ich finde das Bild richtig, richtig gut und ich bin mega glücklich damit. Und deswegen finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, dass ich einen Camcorder habe und sonst alle mit Spiegelreflexkameras oder irgendwelchen schickimicki Canon Mini-Kameras vloggen. Ist mir völlig Wurst. Hauptsache ich habe gute Qualität und nur eine Kamera statt zwei. 10. Frage, direkt nach dem Dreh eines Videos machst du? Heute würde ich mir den Lippenstift abnehmen, weil ich den an einem Sonntag zu Hause nicht brauche. Ich würde den ganzen Technikkrams wieder abbauen, weil die Kinder dann hier in das Zimmer gestürmt kommen und ich nicht will, dass irgendwas kaputt geht. Ich werde da hinten das Rollo wieder runterlassen und den Vorhang zuziehen, damit es hier heute nicht so warm drin wird, dass die Sonne einfach ausgesperrt wird. Und ich muss was trinken, weil ich so viel geredet habe. Genau, das war's. Das ist es, was ich unmittelbar nach diesem Dreh hier tun werde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut gerne mal bei den Kanälen vorbei, die ich unten in der Infobox für diesen Tag tagge. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Und falls ihr einen Tag von mir sehen möchtet, schreibt's gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!